Jo, hallo Leute, wie geht's euch? Heute bauen wir mal so ein Bedini ohne Ventilator. Heat-Transformator, ne? Oder wie das Ding heißt. Hier habe ich noch so einen ganz fetten, richtig dickes Teil, habe ich von einem Kollegen bekommen. Hat er irgendwo rausgeholt. Aus dem Fernseher, glaube ich, meinte er. Ich nehme hier mal auf 0. Das wird die Triggerspule 0,120er ist das. Ja. 0,120er und das wird die Powerspule. Gucken wir mal, was da ist. 0,40er, also 4, also doppelt so dick wie die Dings, ne? Okay. So, ich werde jetzt nicht alles abfilmen, wie ich die Windung mache und so. Auf jeden Fall werde ich das so wie der auch machen. Falls ihr da Bock habt, guckt ihr einfach dann auf den seinen Kanal, wie ihr das macht. Hier nochmal kurz hier. Einfach Bedini ohne Rotor 1 und 2 oder so. Zweite Video habe ich noch gar nicht gesehen. Aber, naja. Auf jeden Fall mache ich das so wie der gemacht hat. Die zwei zusammen einfach. Und dann beide gleichzeitig sofort aufwickeln. Also einfach dann hier, zack. Und dann los geht's. Ich werde auch so wie der machen, weil die Zahl gefällt mir so. 250 Wicklungen oder Windungen. Und dann nochmal 100 mit den dünnen. Also mit den erstmal mit den beiden zusammen. 250. Zack, zack, zack. Muss nicht alles perfekt sein. 250 Windungen und dann 100 Windungen nochmal mit den dünnen. Also einfach 100 Windungen nochmal dann oben drauf, den dann abschneiden, also zur Seite packen und dann 100 nochmal von denen einfach drauf packen und dann auch raus, ne? Und zur Schaltung kommen wir dann später. So, fertig. 80 dünne noch drauf gemacht. Jetzt mache ich mal mit diesem Kleber hier. So, hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Nein, Spaß, Leute. So, jetzt bauen wir die Bedini-Schaltung zusammen, ne, Leute? Was brauchen wir dafür? Ein Stück Kupferdraht, was ich gleich abisoliere. Dann ein Stück Platine. Ich habe so eine Lochplatine mit Striche, also gestrichelten Dings. Dann habe ich hier einmal 100 Ohm. Dann habe ich hier einmal ein Poti. Ich habe jetzt hier ein 25K, aber könnt ihr da auch, ja, 2 Kilo Ohm, 1 Kilo Ohm, 10 Kilo Ohm, könnt ihr verschiedene nehmen. Dann habe ich einmal hier den Tipp 41C. Dann habe ich einmal eine normale Diode, 4007er. Das war falsch schon, aber 4007. In. Dann eine Neonlampe, so eine kleine, findet ihr auch in so Mehrfachstecker und so. Wenn man den An- und Ausschalter ist da so ein Teil dann und einmal ein UF Ultrafast Diode oder eine in ja 407er, 4001er meine ich. Und hier ist die 4007er, jo. So, jetzt löten wir mal alles schön zusammen, ne? Erst packen wir den in die Mitte und löten den fest. So. Sieht schon viel wie die Schaltung lassen. Wie du vorhin schon gut. Aber ich brauche mir jetzt gerade so ein Ding. Ich habe auch nicht was sagen, wie ich schalte, oder? So, jetzt nehmen wir die Diode und packen zwischen Basis und Emitter, also die beiden außen. Und wichtig ist noch, dass da wo der Strich ist,
Eine Diode geht zur Basis, ne? Also hier kann man ja auch hier sehen. Eine Basis, das mit einem Strich. So viel. So. So, dann packen wir jetzt die Neonlampe zwischen Kollektor und der Mitte, also zwischen den äußersten und den mittleren Beinen. So, habe ich jetzt drin, verlöten jetzt. So, die langen Beine alle abknipsen. So, dann packen wir den 100 Ohm Widerstand zwischen Basis und dann einfach auf ein freies Ding, freie Bahn. So, dann verlöten. So, Ich klicke mal ab. so. Ja, ein Bein knicke ich hier jetzt weg. Weil sonst schließen die sich beide kurz und dann hat man nicht die ganze, ja, nicht die ganzen 25 Ohm oder Kilo Ohm. Knick den einfach mal, zack, dass der nicht stört und der kommt dann jetzt hier. Ganz schön krass, ja. So, einmal an die andere Seite vom Widerstand. Dann kurz länger. Noch einmal hier. An den Widerstand. Und einmal hier. Vor allem bei den Jetzt packen wir den zweiten Transistor, den in 4007, packen wir jetzt mit dem nackten Arsch sozusagen. Also wo kein Strich ist. Auf Kollektor. Packen wir mal hin. Und da wo der Strich ist, einfach eine freie Bahn. Wird dann hier der Plus sein. So, schön. So, festgestellt. Das ist mein Abbild. Ja. So, dann haben wir jetzt weiter fast. Jetzt noch die Anschlüsse. So, das wird der Ausgang Plus. Da machen wir jetzt mal so ein langes Teil rein. Also direkt da, wo die Diode ist, hier. Hier ist dann der Ausgang. So, dann haben wir schon mal den Ausgang, den ersten. So, jetzt nehme ich hier dieses Kupferdraht und mache mal kurz hier mit so feinem Schleifpapier 240er mal kurz hier die Lackschicht weg. So, der ist blank. Zack, 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 zack. So, jetzt machen wir von Emitter einfach hier auf ganz außen. Das wird dann unser Eingang minus. Da hinten ist noch ein. Und dann sogar durch. So, jetzt mache ich hier ganz außen, da wo der Minus ist jetzt halt, wo ich den Emitter eingelegt habe. Ein Datei. So, jetzt habe ich schon wieder so einen kleine Bahn hier rüber gezogen. Von den Boote hier nach hier vorne auf eine freie Bahn. Und hier kommt dann auch so ein Stecker ein. Ja, das wird dann dieser dann sein. So, und jetzt noch ein Bein auf Kollektor. In Mitte. So Leute, wie geht's euch? Nein, Spaß. So, jetzt geht los. Ja, jetzt habe ich mal hier aufgezeichnet, wie das dann auch später anschließt. Also hier habt ihr dann die zwei Spulen. Also vier Kabel sind das dann. Einer geht dann hier dran. Der andere geht dann an Plus von der Powerspule. Das mit dem dickeren Draht. Also einmal kommt der Kabel direkt hier dran. Und einmal geht dann einfach ein Plus. Der andere dicke. Dann geht der dünne. Ein dünner geht dann hier in. Ein Trigger ist er dann. Ja. Und der andere geht dann an Minus. Also ein hier dann, ein hier dann. Wenn es nicht klappt, müsst ihr einfach dann die Seiten tauschen. Also den, dein, den, dein. So. Und hier ist dann der Ausgang. Zum Laden, also zum Laden von Batterien. Einmal hier da,
Plus kommt dann hier raus. Und Minus kommt von Plus von der Batterie. Ja, das war's. Also da ist jetzt Plus Eingang und Minus Eingang. Hier ist Minus, hier ist Plus. Also durch die Spule dann, ne? Die Spule und dann kommt dann Plus. Ja. Das war's dann erstmal, ne? Jetzt schließe ich mal alles an und dann gucken wir mal, wie die Sache läuft. So, Leute, jetzt schließen wir das mal genauso an, wie ich das hier jetzt aufgezeichnet habe. So, ich nehme jetzt einfach mal einen dicken Draht und mache den jetzt mal hier dran. So. So, einmal den dicken. So, der andere geht auf Plus. Nehmen wir so eine Koko-Klemme. Und ja. So, nehmen wir dann einfach den zweiten dicken. Klemmen den hier schön dran. Ups, irgendwie ist das zu dünn. So. Und einfach auf Plus vom Akku. So. So, dann nehmen wir jetzt einen dünnen. Ja, ein bisschen runter. Packen den einmal auf Trigger. Einfach umwickeln. So. So, jetzt nehmen wir den anderen dünn. Und packen den auf Minus, also hier. So. Ja, das war's schon, ne? Jetzt brauchen wir nur noch vom Minus einmal den Minus. Den packen wir dann jetzt einmal. Scheiße. Jetzt mal gucken, dass die Kabel jetzt nicht irgendwie alle zusammenkommen. Okay, die sind ja nicht abisoliert. Ach, nicht abisoliert bis zum Ende. Boah, läuft der wie. Oha, läuft ein bisschen übertrieben, oder? Das war's schon. Okay. Ich drehe mal ein bisschen am Pot. Ihr habt die gesehen, ey, da geht ja richtig krass. Also der hat voll die krassen Geräusche gemacht, ey, der. Geht ja ab wie ein Zäpfchen. Ich hoffe, mein Transistor ist nicht durch oder so. Was ist denn los mit dir? Ich guck mal, was hier ist und dann nehme ich mal weiter auf, ne? Jawohl, Leute, es klappt. Ich habe jetzt hier eine LED da, ne? Jetzt funktioniert es. Ich habe es mit 3 Volt, jetzt 3,7 Volt, Alter. Jo, jo. Nein, Spaß. Das läuft jetzt mit 3,7 Volt, aber ich muss sagen, davor habe ich mir 2 Transistoren durchgebrannt. Ich heule gleich. Nein, Spaß, egal, scheiß auf. Ja, auf jeden Fall. Also hier am Ausgang, ihr braucht auf jeden Fall richtig viel Widerstand. Also ich habe da jetzt die 25 oben ist schon richtig gut. Auf jeden Fall immer auf maximal stellen. Und hier einen Vorwiderstand tue ich da auch wahrscheinlich noch einen größeren, so 10 Kilo Ohm oder so. Also für den Transistor auf jeden Fall jetzt. Ich weiß nicht, wie die anderen dann so ticken, aber für den auf jeden Fall so, ne? Ich glaube, der funktioniert jetzt irgendwie so wie so ein Inverter oder so.